Ich heiße Ida, ich bin 21 Jahre alt, studiere an der Uni Bonn und bin jetzt seit fast 2 Jahren bei Elsa. Was mir an Elsa ganz besonders wichtig ist, ist einfach, die ganzen Leute kennenzulernen. Allein schon auf lokaler Ebene lernt man Leute kennen, die vielleicht aus anderen Semestern sind und die man so vielleicht nicht getroffen hätte. Und gerade auf nationaler Ebene ist eben das Schöne, dass man eben die Leute kennenlernt und dann auf den nationalen Treffen über das Jahr verteilt und auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder sieht, sich immer wahnsinnig darauf freut, die zu sehen und dass darüber auch echt super tolle Freundschaften entstanden sind eben und man einfach in fast jeder Stadt in Deutschland irgendwelche Leute kennt und das ist einfach super. Und auf internationaler Ebene ist das Ganze natürlich noch mal interessanter, weil man einfach die ganzen Leute aus den unterschiedlichen Ländern kennenlernt und da auch so ein bisschen so über den Tellerrand schauen kann, wie ist das in anderen Ländern und das ist super. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber bevor ich zu meinem ersten nationalen Treffen gefahren bin, es gibt da diesen Elsa-Spirit. Das klingt erstmal total bescheuert. Aber es ist einfach wirklich so, es gibt ganz viel, man fühlt sich einfach total verbunden mit den Leuten, es macht total viel Spaß, es ist einfach eine total lockere Atmosphäre überall und es ist eben auch nicht immer nur alles Arbeit und Ernst und akademisch, sondern es ist einfach auch, dieser Spaßfaktor ist einfach auch immer riesig groß, gerade aus diesem Fun-Faktor oder gerade eben aus dem, dass man noch so viel drumherum zusammen macht, dass man noch so viel Spaß dabei hat, gerade daraus zieht man eben auch noch ganz viel Motivation, eben auch sein Studium so weiter durchzuziehen. Also das Tolle an Elsa ist einfach, dass man, wenn man so neu an die Uni kommt, dann fühlt man sich vielleicht erstmal so ein bisschen lost, ein bisschen verloren in dem Ganzen und stellen sich alle möglichen Leute vor. Man weiß gar nicht, wo soll man da jetzt hin und warum soll man da hin. Und das Tolle an Elsa ist dann einfach, man kann einfach mal zu einer Veranstaltung hingehen, kann sich das Ganze einfach mal anschauen. Kann mal schauen, interessiert einen das, dann geht man vielleicht zu noch einer Veranstaltung, wenn man es toll fand. Und dann kann man eben schauen, wenn man an was machen möchte, dann macht man das. Und wenn man an was nicht teilnehmen möchte, dann lässt man es eben. Das Schöne ist, dass die Projekte bei Elsa auch so vielfältig sind. So haben wir einerseits Projekte wie Wettbewerbe, in denen Dinge trainiert werden, wie man verhandelt. Oder auch viel konkretere Dinge, wie man zum Beispiel ein Mandantengespräch führt. Das sind Dinge, die man an der Uni nicht vermittelt bekommt und die gerade wichtig sind. Aber es gibt natürlich nicht nur diese Wettbewerbe und Moot Court, sondern das Ganze erstreckt sich ja noch viel weiter. So haben wir auch zum Beispiel Angebote zum Legal Writing oder Legal Research Groups, die sich um die Recherche zu einem juristischen Thema drehen. Und so haben wir ein sehr breites Portfolio an verschiedenen Aktivitäten, die eben das außeruniversitäre Wissen und Engagement fördern. Moot Courts sind einfach fürs Studium super wichtig. Das Studium ist ja doch eher sehr theoretisch und nicht unbedingt anwendungsbezogen. Und so ist es besonders wichtig, dass man sich mal in so einem Moot Court oder Ähnlichem einfach mal präsentiert. Allein schon so die rhetorischen Fähigkeiten, die man da braucht. Man muss argumentieren, man muss vor Menschen sprechen. Das ist, kann man zum Beispiel bei unserem Elsa Deutschland Moot Court beim EDMC super umsetzen. Das ist der größte deutsche zivilrechtliche Moot Court, den wir haben. Das Finale findet vor dem BGH statt. Und das Schöne ist eben, dass man da ohne wahnsinnig großen Aufwand einfach mal teilnehmen kann. Und auch ziemlich gute Chancen hat, dann weiter über die Lokalrunden in die Regionalrunden zu kommen und dann im Finale vor dem BGH zu plädieren. Ich finde es einfach toll, wie man selber so merkt, wie man sich auch entwickelt hat in der Zeit. Wenn ich jetzt so zurückdenke an mein erstes nationales Treffen vor fast 2 Jahren, dann habe ich in der Zeit super viel gelernt, habe super viele Leute kennengelernt und habe jetzt einfach wahnsinnig viel davon mitgenommen. Und es gibt eben auch einzelne Sachen, die man rausstellen kann, die einfach super toll waren. Zum Beispiel das International Council Meeting auf Malta war super interessant. Es hat super viel Spaß gemacht mit den ganzen Leuten. Und das sind eben dann so diese Highlights, die man so hat. Ich kann mir Elsa aus meinem studentischen Leben oder aus meinem Leben generell einfach nicht mehr wegdenken, weil mir Elsa unheimlich viel gibt. Es gibt mir ganz viel Motivation, es macht mir Spaß, ich bekomme ganz viel zurück von dem, was ich reinstecke und deshalb könnte ich mir mein Leben ohne Elsa gar nicht mehr vorstellen.